Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Herzlich willkommen zur Medienrunde nach unserem Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden. Herzlich willkommen den beiden Trainern Markus Koczynski und Gino Lettieri. Markus, herzlichen Glückwunsch. Deine Worte zu den 90 Minuten, bitte. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Glaube ich, war unterm Strich ein verdienter Sieg. Anfangs ausgeglichen. Duisburg auch immer wieder mit gefährlichen Angriffen, die wir in der letzten Linie dann aber gut verteidigt haben. Haben noch ein bisschen gebraucht, um dann gefährlich nach vorne zu kommen. Das wurde dann immer besser. Dann mit einem schönen Angriff dann von Hosina abgeschlossen. Und dann war es immer wieder ausgeglichen. Wir haben aber immer wieder schon gefährliche Momente gehabt. Und ich glaube, mit dem Doppelschlag dann Anfang zweiter Halbzeit, dann glaube ich, für eine Vorentscheidung gesorgt. Duisburg hat nicht aufgegeben. Es war kein Zeitpunkt da, wo ich das Gefühl hatte, oh, du bist durch. Das hat man ja so ein Gefühl als Trainer, sondern wirklich gekämpft bis zum Schluss. Da ziehe ich den Hut vor. Das muss man erstmal verdauen, auch in der Situation, wo man ist. Das ist bestimmt nicht einfach. Das haben wir alle schon selber auch als Trainer erlebt. Und Duisburg dann gekämpft bis zum Schluss, immer noch versucht, den Anschluss zu schaffen. Richtig durchatmen konnten wir nicht. Unterm Strich steht für mich aber eine geschlossene Mannschaftsleistung, wo wirklich jeder seinen Job erledigt hat. Und dann haben wir diese Momente gefunden im Spiel, um das Spiel auf unsere Seite zu bringen. Danke sehr. Vielen Dank, Markus. Gino, bitte. Ja, das war der richtige Stichpunkt, eine geschlossene Mannschaftsleistung, die bei uns leider zwischendrin nicht da war. Ich habe das Spiel genauso gesehen. Die erste Halbzeit war richtig ausgeglichen. Wir hatten ein paar gute Ansätze, wo wir in der Endzone leider den freien Nebenmann nicht gesehen haben. Da braucht man nur einmal quer spielen. Dann wären wir auch zweimal fast allein aufs Tor zugelaufen, wenn wir gespielt hätten, was wir nicht getan haben. Sonst war das Spiel ausgeglichen. Und was mich richtig sauer macht, ich habe es kurz vorm Spiel, 3 Minuten bevor wir rausgegangen sind, habe ich jedem Spieler noch gesagt, bei Standardsituationen, Augen auf, das sind Situationen, die dauern 4-5 Sekunden, jeder konzentriert. Und wir kassieren 3 Tore aus ruhenden Bälle. 2 Einwürfe und ein Eckball. Aus dem Spiel raus haben wir eigentlich fast nichts zugelassen. Aber wenn wir nicht schaffen, 2 Einwürfe abzuwehren oder bei einem Eckball am Mann zu bleiben, dann ist es natürlich schwierig, Tore zu verhindern. Vielen Dank. Gino, Entschuldigung. Ja, alles gut. Vielen Dank, Gino. Wir haben die Fragen der Medien gesammelt. Der Kollege Henry Buschmann aus Dresden ist mit den Fragen an Markus da. Tino Meyer von der Sächsischen Zeitung. Markus fragt dich, welchen Schlachtruf hat der Trainer der Mannschaft am Ende nach dem Spiel im Abschlusskreis durchgegeben? Das bleibt ein Geheimnis. Tom Jakob, Dresdner Morgenpost. Alle 3 Treffer fielen entweder nach Einwürfen oder Eckbällen. Haben Sie mitunter Trainingseinheiten durchgeführt? Ja, wir haben Trainingseinheiten durchgeführt, sogar Standards, aber jetzt nicht speziell Einwürfe. Ich glaube, es ist auch, letzten Endes haben die Spielzüge mit dem Einwurf begonnen, aber wie wir das dann ausgespielt haben, war richtig gut, dass eine Ecke dazugehört. Wir haben dort einige gehabt, die Duisburg eigentlich im Groß gut verteidigt hat. Das war schwer durchzukommen, obwohl die gut getreten waren. War Duisburg sehr aggressiv am Mann, das hat es nicht leicht gemacht, dieser eine Moment, den haben wir dann genutzt. Aber auch bei den Einwürfen haben wir einfach danach super kombiniert. Tom Jakob, Dresdner Morgenpost, mit der nächsten Frage. 9 Punkte aus einer englischen Woche, trotz unveränderter Startformation. Wie viel Zeit geben Sie den Spielern nun, um einmal kräftig durchzuatmen? Ja, wir fahren heute nach Hause, dann ist es morgen frei und am Dienstag treffen wir uns, dann geht es weiter für die nächste Aufgabe. Da wird einmal kurz durchgeschnauft. Wir wollen zusammen sein und fokussiert sein schon auf die nächste Aufgabe. Tim Schlegel, Bild Dresden, mit einer sicher nicht ganz ernst gemeinten Frage. Danke, Trainer, für den schönen ersten Advent. Geht das jetzt die nächsten 3 Advents so weiter? Die nächsten 3? Ach so. Ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Das weiß natürlich keiner, das weiß ich nicht.
Wir nehmen das mit. Ich habe das von Anfang an gesagt, für mich ist entscheidend, wie die Mannschaft auftritt. Man kann keine Tore garantieren, man kann keine Ergebnisse garantieren, aber wenn wir so zusammen agieren und die Mannschaft so geschlossen agiert, dann macht das einfach Spaß zuzuschauen, dann macht das Spaß, sich aufs nächste Spiel zu freuen und nichts anderes wollen wir. Eine Frage habe ich noch auf dem Zettel, die kommt von Sven Geisler, Sächsische Zeitung. Herr Kauzinski, Glückwunsch. Sie sagten bei Magenta TV, es werden noch einige Abstecher zur Familie geben. Wie sieht der aus und wann geht es für die Mannschaft nach der erfolgreichen englischen Woche weiter mit dem Training? Ja, wie es für die Mannschaft weitergeht, habe ich gesagt, am Dienstagmittag. Die haben jetzt nach der englischen Woche morgen frei. Kommen wir auch erst heute Nacht an. Die Fahrt ist nicht ohne. Und dann können sie Montag ausschlafen und am Dienstag treffen wir uns weiter. Naja, und ich muss jetzt noch überlegen. Ich schaue noch, ein kurzer Abstecher ist drin. Dann fahre ich aber auch zurück. Vielen Dank, Markus. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen an Gino. Wir fangen an mit Dominik Loth von Funke Medien. Er fragt zum Halbzeitwechsel. Vincent Gembal ist raus, Tobias Fleckstein kam rein. Was war mit Vincent? Seine alte Verletzung ist wieder aufgebrochen. Daher mussten wir ihn auswechseln. Dominik Loth fragt auch nach, Ihre Mannschaft hatte im Spielverlauf kaum Torchancen. Welche Gründe machen Sie dafür aus? Ja, dass wir einfach, wie schon in den letzten Spielen, viel zu viele Ballverluste nach Balleroberung. Wir bleiben nicht klar am Ball. Wir spielen viel zu langsam zum nächsten freien Spieler. Und dann muss man auch sagen, dass die vordere Reihe heute sich kaum durchgesetzt hat gegen die Abwehrspieler von Dynamo. Fabian Klein-Gestoppel vom Reviersport hat zwei Fragen. Zum einen vor dem Spiel, haben die Fans euch empfangen? Welche Worte haben sie euch mitgegeben? Und die zweite Frage von ihm ist dann, wie man die Fehler gerade hinten abstellen kann. Ja, die erste Frage, klar, die Fans haben uns aufgefordert, zu kämpfen und alles zu geben, was wir versucht haben. Aber die Fehler abzustellen, bei Standardsituationen, denke ich, da muss man halt einfach ein bisschen cleverer stehen, sich das Ganze ein bisschen cleverer verteidigen. Weil wie gesagt, Außenspiel raus, waren wir da, sind wir gut gestanden. Klar, unser Offensivspiel war heute sicherlich nicht das Beste, aber dafür sind wir gut gestanden. Ja, und da haben die Abwehrspieler auch kaum Fehler gemacht. Aber wie gesagt, die Fehler waren aus drei Standardsituationen. Die Fragen der Kollegen haben sich teilweise überschnitten von Dustin Pacula. Deswegen lese ich die nicht alle nochmal vor. Eine haben wir noch von Joachim Droll von der Bild. Warum macht die Mannschaft gerade in den Heimspielen mehr Fehler und wirkt vorne harmlos? In Mannheim war das noch ganz anders. Ja gut, ist ja klar, wenn man auswärts spielt, kriegt man auch ein bisschen mehr Räume, als wenn man daheim spielt. Das ist auch klar. Für mich ist halt einfach wichtig, dass wir einfach unser Spiel viel schneller nach vorne tragen müssen. Das dauert mir einfach zu lange und daher schafft der Gegner natürlich immer wieder dann Überzahl in der Defensive zu kriegen, weil wir einfach viel zu langsam spielen. Vielen Dank, Markus und Gino. Markus, euch guten Heimweg. Beiden Trainern, beiden Teams viel Erfolg und nichtsdestotrotz eine gute Adventszeit. Danke. Danke.